Die DHV-News vom 21. Januar 2022. Burkhard Blinert, erste Statements des neuen Drogenbeauftragten. USA über 10 Milliarden Dollar Steuereinnahmen. Herzlich willkommen bei den DHV News und vielen Dank für 210.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ein Hinweis zum Update nochmal. Wir haben ja jetzt auch eine Kurzform der Nachrichten, super kurz, auf unseren anderen Social Media Kanälen, nicht nur auf TikTok. Ich habe gesehen in den Kommentaren, einige haben gedacht, machen wir nur TikTok. Da müsst ihr aber nicht hin, auf gar keinen Fall. Ja, das ist nur für die Leute, die eh schon da verloren sind. Aber die anderen Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, überall laufen auch diese kurzen Update-News mit Kollege Konstantin. Guckt mal da rein. Besonders, wenn ihr gar nicht so genau alles wissen wollt, wie ich das hier erzähle, wenn ihr einfach nur wissen wollt, wann wird legal, ja, dann sage ich jetzt einfach mal 17. Juli 2024, könnt ihr bis dahin abschalten. Wenn ihr nur nicht so viel Zeit habt, dann guckt die Update-News an und für alle anderen spielen wir hier weiter Geschichte live und im Detail. Zuerst mal euer Feedback beim letzten Mal war super. Ich habe alles gelesen und da hatte ich ja gefragt, gibt uns Feedback zum Thema Ausbildung, weil Justizminister Buschmann ja gesagt hatte, die sollen ausgebildet sein, die Menschen, die Cannabis verkaufen im Geschäft. Wobei die FDP ja gar keine Fachgeschäfte will, ja, aber er hat dann noch gesagt, die sollen Süchtige erkennen und die dann irgendwie nach Hause schicken, zur Suchtberatung schleppen oder so, ne? Und dann habe ich gesagt, wir haben auch was vor mit Eckpunkten zur Legalisierung. Und da steht auch was von Ausbildung drin und was sagt ihr dazu? Ja, und dann wahnsinnig viele Kommentare. Vielen Dank dafür. Und das war wirklich interessant, weil die Bandbreite so groß war. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir uns alle einig sind von wegen, ja, wir wollen alle Legalisierung, sondern dass wir im Detail doch sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und das geht dann schon los bei der Frage, welchen Umfang, welche Länge soll überhaupt so eine Ausbildung haben? Das ging dann vom Höchsten, was ich so gesehen habe. Apothekerausbildung wäre schon ganz gut, aber noch mit Zusatzqualifikation, weil die ja von Kifferei eigentlich dann auch nicht groß Ahnung haben. Also ist man dann wahrscheinlich schon über 3 Jahre unterwegs. Oder eben auch gar keine Ausbildung, weil die gesagt haben, ja hier Kassiererin verkloppt ja auch Wodka ohne irgendeine extra Alkoholausbildung. Weiß gar nicht, ob das stimmt, ob die da irgendwie einen Schein machen müssen oder so, keine Ahnung. Ja, das müssen wir alles noch recherchieren. Neuland, ja. Aber die meisten waren doch tatsächlich dafür, dass die irgendwie eine Art Ausbildung machen sollen. Und die meisten stellen sich tatsächlich auch Fachgeschäfte vor. Und Fachgeschäfte ohne ausgebildetes Fachpersonal ist auch irgendwie albern. Ja, Fachgeschäft mit Supermarktkassierer, der jetzt das Zeug verkloppt, ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Dann aber auch die Inhalte. Ja, also was soll denn so ein Typ überhaupt wissen oder so eine Frau, die jetzt da Cannabis-Fachverkäuferin ist? Das ging dann eben von diesem pharmakologischen Aspekt eher, was ein Apotheker so weiß, bisschen zum totalen Freak, ne? Das soll selber der Oberkiffer sein, alle Sorten kennen und alles andere ist egal, so ungefähr. Fand ich total spannend. Und bei unserem Entwurf Eckpunktepapier ist noch nicht online, kommt noch, aber jetzt lasse ich hier schon mal ein bisschen gucken zum Thema Ausbildung. Da habe ich ein bisschen hochgegriffen, das kommt ja auch dazu. Was ist überhaupt Ausbildung? Ja, also wie offiziell definiert man das? Da ist man ja unter 2, 3 Jahren nicht, kommt man ja da nicht weg, wenn man das durch deutsche Augen sieht, ja, aber das kann ja auch eine Schulung sein. Und so haben wir das auch formuliert. Das verrate ich euch jetzt einfach mal. Das Personal in den Fachgeschäften muss geschult sein in Bezug auf Sorten, Kultur und Konsumberatung, aber auch in Bezug auf Hilfsangebote. Das ist alles, was in unseren Eckpunkten drinstehen wird. Schulung, also da geht es jetzt nicht um eine jahrelange Ausbildung, aber die sollten eben ein bisschen was wissen, was überhaupt Cannabis ist, ja, was Cannabinoide sind, was die unterschiedliche Zusammensetzung für die Wirkung ausmacht und so weiter, wo das traditionell angebaut wurde, solche paar kulturellen Sachen einfach. Ja, und natürlich auch wie Konsumformen zum Beispiel, auch ein wichtiger Punkt. Und Hilfsangebote halt nur, wenn jemand wirklich fragt, ja, von wegen, ich bin eigentlich schon was viel am Kiffen, ich weiß nicht, eigentlich suche ich Hilfe oder so, ne, sollte ich natürlich eine Antwort auf parat haben, aber jetzt nicht irgendwie da die Leute es kennen, ne? Wie will man abhängige Cannabiskonsumenten überhaupt erkennen, ja? Das ist schon irgendwie so ein Witz an sich. Interessant fand ich, aber ein Punkt zum Beispiel, den wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben, hat auch nur einer geschrieben, die sollten auch geschult sein, was passiert bei Überdosierungen. Wir fordern ja auch eine Konsummöglichkeit vor Ort, so ähnlich wie in den holländischen Coffeeshops.
Und was passiert jetzt, wenn da einer ein bisschen viel hatte? Ne? Neue Konsumenten vielleicht, die dann in so einen Laden reinkommen und auf einmal Kreislauf kriegen, ne? Und da irgendwie am Abklappen sind. Ja, was macht denn dann der Verkäufer? Muss er irgendwie mit anfangen können und nicht nur dumm dastehen und, was weiß ich, einen Krankenwagen anrufen. Genau dasselbe bei psychischen Ausnahmezuständen. Ja, kann ja auch mal passieren, dass einer da plötzlich Angst kriegt, oder Paranoia oder sonst wie. Ne? Und dann ja, voll die Panik schiebt, muss auch hier so jemand mit umgehen können irgendwie. Also danke für diesen ganzen Tipps, ja, super. Auch die Stimmung dabei, also doch weitgehend sehr sachlich, relativ wenig so Pamperei, ja, so ein bisschen großkotziges Gelaber ist schon auch dabei, ne? Aber doch im Großen und Ganzen sehr freundlich und auch das freut mich, da macht halt auch Spaß, das zu lesen. So können wir noch eine Menge Themen durchnörden, ja, jetzt hier auf dem Weg zur Legalisierung, die sowieso alle in der großen Politik besprochen werden müssen, können wir jetzt ja auch machen. Und ich stelle euch noch die nächste Frage für diese Sendung am Ende der Sendung. Und noch eine zwischendurch. Ergebnis der Spendenkampagne. Wieder mal neue Rekorde. Ergebnis des Vorjahres geknackt, sowohl was die Zahl der Spender angeht, als auch die Höhe der Summe. Insgesamt sind bei der Spendenkampagne 4.857 Spender dabei gewesen und haben 179.403 Euro in den Topf geworfen, deutlich mehr als letztes Jahr nochmal. Tolles Ergebnis. Vielen Dank an alle, die sich da beteiligt haben. Und damit können wir jetzt alles finanzieren, was wir so brauchen, um diese ganze Debatte, um die Details der Legalisierung vernünftig zu begleiten. Na, das fängt ja schon an damit, dass ich dann vielleicht in irgendeinem Ausschuss sitze und da als Sachverständiger bin, ja, einfach, und das nicht kostenlos machen muss und mich da vernünftig darauf vorbereiten kann. Aber eben zum Beispiel auch die große Konferenz, das wird natürlich dann fetter Kostenbrocken sein, wo wir eben auch einige Abgeordnete erwarten und ein paar Wissenschaftler und haufenweise Aktivisten, wo wir für uns selber dann auch nochmal über ein paar wichtige Details unterhalten können. Was sind denn jetzt Prioritäten? Wohin soll die Reise da gehen? Das nehmen wir dann eben auch mit in die ganzen Beratungen. Und wahrscheinlich bleibt da auch noch was Geld übrig, um die Landtagswahlen mit zu begleiten, ja, und so ein bisschen einzumischen, PR-mäßig. Vielleicht erledigt sich damit dann eben auch das Problem mit der CDU im Bundesrat, ja, die im Moment ja noch eine Mehrheit hat, Mehrheit an Beteiligung an Landesregierungen, mit der sie die Legalisierung im Bundesrat aufhalten kann. Und dieses Jahr sind 4 Landtagswahlen, 3 davon würden reichen, die CDU da rauszukicken und der Weg im Bundesrat wäre frei. Also mehr dazu später, wir planen dann mal los. Letzte Woche habe ich hier Linda Heidmann erwähnt als eine der Personen der Ampelkoalition, die sich jetzt mit der ganzen Legalisierungssache und Drogenpolitik befassen. Sie teilt sich bei den Grünen den Job in der Grünen-Fraktion mit Kirsten Kappert-Gonter. Und zu den ganzen anderen Leuten habe ich schon was erzählt, letzte Woche oder auch schon früher. Zu Linda Heidmann noch nicht. Und das machen wir heute. Und da gucken wir mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Einmal ist sie mir schon vor Jahren aufgefallen bei einer tollen Meldung aus Hamburg. Die war nämlich vor dem Bundestag jetzt Chefin der Hamburger Landesstelle für Suchtfragen. Und hat da im Grunde ja im Prinzip dann alle Suchtberatungsstellen in Hamburg vertreten, die da organisiert sind. Und die sind schon vor Jahren dadurch aufgefallen, dass sie mehrheitlich für die Legalisierung von Cannabis sind. Ja, das finde ich auch interessant, weil ja andauernd Suchtberater zitiert werden, die gegen die Legalisierung sind. Aber in Hamburg, die ganze Mischpoke quasi, die ganzen Suchtberater da für Legalisierung. In Berlin übrigens genauso, auch da gibt es im Prinzip so einen Beschluss der kompletten Szene, Suchtberatungsszene. Und Linda Heidmann war eben die, die das damals dann vorgestellt und verteidigt hat. 2017 habe ich euch mal einen Artikel in die Beschreibung gepackt. Hier könnt ihr mal nachgucken. Zitieren tue ich jetzt ein jüngeres Statement von ihr von Heiligabend, vor ein paar Wochen erst. War sie schon Abgeordnete. Und da hieß es dann beim RND: Wir wollen wissen, was auf dem Markt ist, welche Inhaltsstoffe konsumiert werden, sagt die grüne Bundestagsabgeordnete Linda Heidmann. 5 Jahre arbeitete sie in der Hamburger Landesstelle für Suchtfragen. Nun sitzt sie im Gesundheitsausschuss und wird dort das Konzept zur Cannabis-Freigabe beraten. Also da haben wir das auch nochmal schwarz auf weiß nebenbei mitgeliefert. Ja, sie ist dafür zuständig. Bis jetzt muss man das noch ein bisschen suchen. Im Prinzip, ja, das ist noch nirgendwo so richtig klar hingeschrieben. Das wird nur deutlich, zum Beispiel, wenn man sieht, was sie so twittert. Kommen wir auch nochmal gleich zu. Und jetzt aber erstmal noch ein Video-Statement von ihr, das aufgenommen wurde auf dem Aktionstag der Ortsgruppe Hamburg kurz vor der Bundestagswahl. Jetzt wird häufig gesagt, naja, der THC-Gehalt ist ja in den letzten Jahren immer so stark gestiegen und Cannabis ist so gefährlich geworden.
Aber wenn man Cannabis legal und kontrolliert abgibt, dann hat man halt auch die Kontrolle darüber, was ist da eigentlich drin. Und dann hat man auch die Kontrolle darüber, was ist das für ein THC-Gehalt. In ihrem Job musste sie aber noch ein bisschen zurechtfinden, jetzt da als frisch gebackene Bundestagsabgeordnete. Weiß gerade erst, dass sie da zuständig ist für Drogenpolitik und muss noch ein bisschen dran gewöhnen, wie sehr sie da jetzt im Fokus der Handfreunde steht. Und letzten Sonntag hat sie noch einfach irgendeinen total lapidaren, banalen Kommentar getwittert zum Tatort. Da hat sie gerade Tatort geguckt und irgendwas geschrieben, von wegen aus welchem Fenster der Typ da guckt. Ja. Und ist sie überhäuft worden mit Fragen, wann wird jetzt Cannabis legalisiert und so. Und was soll das hier mit dem Tatort und wir wollen Legalisierung sehen. Und da war sie offensichtlich was genervt irgendwie von den ganzen Leuten. Und hat dann was unüberlegt auch reagiert auf die Frage, ob denn jetzt vor der Legalisierung die Entkriminalisierung erstmal kommt, weil das ja länger dauert mit dem ganzen Detailkram für die Fachgeschäfte. Ja, das große Thema bei Twitter und überhaupt alle fragen sich das, ja, geht das jetzt was schneller mit der Entkriminalisierung oder wollen jetzt noch ewig durchziehen mit den ganzen Strafverfahren? Das wusste sie offensichtlich noch gar nicht, dass das jetzt irgendwie das große Thema gerade ist. Und hat sie dazu geschrieben, auch das braucht parlamentarische Verfahren. Zumal im Koalitionsvertrag eine legale Abgabe in lizenzierten Shops festgehalten ist, dafür würde es eine parlamentarische Mehrheit geben. Für alles andere ist es Spekulation. Ja, so als wäre das noch gar nicht klar, dass überhaupt die Konsumenten entkriminalisiert werden, weil das da nicht steht. Ja, das wäre eine korrekte Antwort gewesen beim Thema Eigenanbau, Führerschein, steht nicht im Vertrag, wissen wir nicht, ob das kommt. Aber Entkriminalisierung, logisch, ja, man kann ja nicht die Konsumenten weiter verfolgen, Strafverfahren und so gegen jeden, der aus dem Shop rauskommt, aber die dürfen legal was verkaufen da in den Shops. Das wäre totaler Quatsch. Ja, das ist ja logisch, ist das dabei. Das, ja, also da war natürlich dann ein riesen Protest unterwegs und so, ne? Und da, das würde aber ja auch noch, ne? Also da muss, ja, Linda, ja, wenn du das nächste Mal Tatort guckst, ja, dann blendest du das einfach alles aus, guckst in Ruhe deinen Tatort, entspannst dich ein bisschen und machst am nächsten Tag eine Antwort, ein bisschen überlegt auch in Ruhe und dann passt das auch. Christine Lüttke war die erste, die nominiert worden ist von der FDP-Fraktion, drogenpolitische Sprecherin, auch die einzige, die da alleine ist. Ja, SPD und Grüne haben ja beide den Job geteilt. Sie macht das alleine und ist auch die einzige, die noch wirklich drogenpolitische Sprecherin heißt. Und ja, haben wir jetzt länger nicht mehr groß was gezeigt von daher von ihr auch nochmal ein kleines Lebenszeichen von Twitter. Wann wird Huberts endlich legal? Das ist die Frage, die mich als neue sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion aktuell am meisten erreicht. Darüber halte ich euch natürlich kontinuierlich auf dem Laufenden. Schaut also immer weiter rein, bleibt dran, let's legalize. Ja, die Frage, wann Huberts legal wird, hat sie natürlich jetzt auch nicht beantwortet, ne? Nicht beantworten können, weil das immer noch keiner so richtig weiß, aber immerhin geht jetzt los, sagt sie eben auch, ne? Sie bemühen sich und sie lassen euch das wissen, wenn da irgendwas vorwärts geht und wollen halt da auch fertig werden, die Leute. Und das weiß ich nochmal deswegen, ja, Fun Fact jetzt hier, ja, ich habe das nochmal am Freitag total gefeiert, als ich das dann begriffen habe, als ich dann von der Linda Heidmann auch noch diese Rede gefunden habe von der Demo der Ortsgruppe Hamburg. Diese Ampelkoalition hat jetzt 6 zuständige Fachpolitiker benannt. Burkhard Blinert, Drogenbeauftragter der Bundesregierung, SPD. Bei den Grünen Kirsten Kappert-Gonter, Linda Heidmann. Bei der SPD Dirk Heidenblut, Carmen Wegge. Und bei der FDP Christine Lüttke. Und alle 6 zuständigen Drogenpolitiker haben schon auf DHV-Veranstaltungen für die Legalisierung gesprochen. Wenn das mal keine Wahnsinnsnachricht ist, ja, das ist erstmal ein super Zeichen, dass die Regierung das wirklich ernst meint, ja, gute Regierung. Aber ist natürlich ein bisschen, bin ich auch stolz für den Handverband, dass das jetzt so der Fall ist. Traumkonstellation und auch die Ortsgruppen können sich da eine Scheibe abschneiden, Ortsgruppe München und Hamburg in dem Fall, die eben da die Erstkontakte gemacht haben, wo diese Leute schon angebunden worden sind, wo sie ein Commitment gegeben haben, sie sind für Legalisierung und so weiter. Toll, super Nachricht. Und wir kommen zum nächsten, nochmal zurück zu Dirk Heidenblut. Die spüren jetzt alle die Ungeduld der Handfreunde, ja, müssen da irgendwie was zu sagen. Und er hat jetzt sich nochmal geäußert in einem Video-Interview im Vorwärts Verlag. Wie auch immer, ja, eigentlich dachte ich, das wäre nur ein Medium, Zeitung, schriftlich. Ich habe bis jetzt nur schriftliches Zeug von denen gesehen, aber letztes Mal habe ich ja dann auch schon aus dem Video
zitiert hier ein Schnipsel, wo Heidenblut und Blinert zusammen da gewesen sind. Das war letzten Juni oder Juli oder so. Aber jetzt haben wir ganz frisch diese Woche noch mal was, wo er eben was dazu sagt, zur Ungeduld, ja, die er da spürt, dass alle jetzt ganz schnell irgendwie vorwärts machen wollen. Das zuerst mal. Ich bitte, auch wenn ich weiß, dass das verdammt schwerfällt, weil viele unendlich darauf warten, ich bitte trotzdem um ein klein bisschen Geduld noch. Das Ding ist nicht ganz so einfach. Die Kuh ist so einfach nicht vom Eis zu bringen. Aber ich sage zu, wir werden da zumindest aus drogenpolitischer Sicht sehr schnell und sehr konstruktiv dran sein. Und wir werden natürlich auch den Entkriminalisierungsprozess betrachten. Aber ich bitte einfach noch um ein bisschen Geduld und bitte gleichzeitig meine Kolleginnen und Kollegen, aber alle, jetzt schnell ranzugehen. Und es wäre schön, wenn keiner mehr in Frage stellen würde, dass wir das Thema anpacken. Das wäre schon hilfreich. Ja, da, also auch da keine klare Ansage. Ja, die kriegen wir einfach nicht. Aber was er ganz klar gesagt hat, dass er für den legalen Eigenanbau ist, das gucken wir uns an. Ich kann von mir persönlich sagen, ich halte Eigenanbau für unverzichtbar, wenn wir über Fragen von Legalisierung reden. Das sehe ich übrigens sogar auch schon im Bereich medizinisches Cannabis, also bei den Leuten, die darauf angewiesen sind, so. Aber das finde ich auch ganz grundsätzlich der Fall. Ich persönlich fand aber bezogen auf den Eigenanbau und finde auch grundsätzlich als zusätzliche Option das Modell dieser Cannabis Social Clubs keine ganz schlechte Lösung, weil das den Eigenanbau etwas kontrollierter machen würde. Also wenn man das in einer Struktur, Club, Vereinsstruktur, wie auch immer man das sehen möchte, macht. Deswegen fände ich es wichtig, wenn wir das, was im Koalitionsvertrag steht, also dass es über verbindliche Abgabestellen läuft, nicht so ultimativ sehen würden, sondern vielleicht zum Beispiel diese Club-Idee zumindest mitbedenken. Und ich glaube, die könnte gerade beim Eigenanbau auch nochmal eine sehr entscheidende Rolle spielen. Ja, und auch die drängende Frage, ja, ob die Entkriminalisierung jetzt schneller kommt als die Legalisierung. Ja, da hat man schon mal aufhört, die Konsumenten zu jagen, hat man eben bei Linda Heidmann schon mal. Auch dazu kommt er zu sprechen und sagt das da. Also wir hatten ja sogar in unserem Wahlprogramm einen klaren Vorschlag für eine Schrittabfolge. Wir wollten ja noch Modellprojekte vorschieben. Ich sage jetzt mal, lass mal außen vor, das Thema ist durch, der Fisch ist gegessen sozusagen, der Koalitionsvertrag sieht das anders. Aber weil wir wussten, dass es lange dauert, haben wir ja von vornherein gesagt, man muss die Entkriminalisierung eigentlich unabhängig angehen. Die ist auch, zumindest soweit ich das nachvollziehen kann, etwas, was man angehen kann. Wir müssen auch den Bundesrat noch betrachten, die Länder, was man sozusagen auch da recht unproblematischer angehen kann. Also aus meiner Sicht müssen wir dann, wenn wir in den Prozess gehen, auch über schnelle Schritte im Bereich Entkriminalisierung nachdenken und reden. Es muss nicht verkoppelt werden. Für mich als Gesundheitspolitiker ist es aber insofern verkoppelt. Eine Entkriminalisierung, ohne dass am Ende eine Legalisierung steht, halte ich für brandgefährlich. Denn das bedeutet lediglich, dass wir den Leuten dann entkriminalisiert den Besitz des Cannabis erlauben, das versetzt im Schwarzmarkt vertickt wird. Und das, ehrlich gesagt, kann kein gesundheitspolitisches Ziel sein. Also Entkriminalisierung als erster Schritt, als schnelle Maßnahme begleitend zu einem klaren Legalisierungsprozess, ist sicherlich ein sinnvoller Weg, aber nicht Entkriminalisierung isoliert davon betrachtet. Deswegen müssen wir beides zu Beginn zusammendenken. Dann kann aber die Entkriminalisierung sicherlich unabhängig schneller umgesetzt werden. Ob das die anderen so sehen, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, weil wie gesagt, wir haben noch nicht miteinander geredet. Das kommt ja jetzt erst. Und er äußert sich auch noch zum Thema Führerschein. Wir müssen es aus meiner Sicht gleich behandeln mit Alkohol. Ich gebe aber da auch zu, und da mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde, ich bin durchaus ein großer Freund der Null, auch Promillegrenze beim Alkohol. Das würde ich dann auch bei Cannabis sehen. Aber wenn wir das eine so behandeln, muss man auch das andere so behandeln. Also eine Gleichbehandlung finde ich grundsätzlich schon gar nicht verkehrt. Aber das wird auch angegangen, ist keine Frage. Das muss man im Zweifel auch vielleicht mit der Entkriminalisierung schon mitdenken, weil wir erleben das ja jetzt auch, dass häufig neben der Kriminalisierung auch die Frage Führerscheinentzug sich bewegen im Straßenverkehr, ich will nicht sagen, benutzt wird, aber dass das auch ein Aspekt von Strafe womöglich darstellt. Und deswegen glaube ich, dass wir das Thema Straßenverkehr auch sauber regeln müssen, dann auch schon wahrscheinlich im Rahmen der Entkriminalisierungsdiskussion, so wie sie überhaupt getrennt kriegen. Wie gesagt, meine Meinung, das muss jetzt noch nicht getragen werden von den drogenpolitischen Sprecherinnen der anderen. Und da sieht man Thema Führerschein, ja, das wird dann doch was komplizierter mit einer schnellen Einigung. Ja, da ist sich Dirk Heidenblut noch nicht mal mit Dirk Heidenblut so richtig einig, wo jetzt die Reise hingehen soll.
am besten 0 Promille für alles, aber das wird nicht realistisch sein. Also doch irgendwie schnell was bei Cannabis machen, um die Ungerechtigkeit zu beenden. Also insofern zumindest konsistent diese Haltung. Und ja, das sehen wir auch so letztendlich. Es geht meistens eigentlich um eine Angleichung zu Alkohol. Letztendlich irgendwann, alles andere macht nicht wirklich Sinn, Cannabis härter anzufassen als die härtere Droge Alkohol. Zum Thema auch Burkhard Blinert, Drogenbeauftragter. Letztes Mal haben wir gefeiert, dass er das geworden ist als ausgewiesener Legalisierer. Jetzt hat er sich zu ein paar Details geäußert. Im RND wieder. RND ist auch furchtbar aktiv. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und auch da kein konkreter Zeitplan, wann jetzt da was passiert und diskutiert wird und beschlossen werden soll. Er hat auch gebremst so ein bisschen im Sinne von, man muss das jetzt vernünftig machen, muss da vorsichtig vorgehen, keine Fehler machen, Fehler vermeiden, weil die ganze Welt auf Deutschland jetzt guckt. Ja, kann ich bestätigen, jede Menge internationale Interviewanfragen auch gehabt in letzter Zeit. Ja, die Meldung ist um die Welt gegangen, Deutschland will legalisieren und wir wollen ja alle, dass es hier nicht stehen bleibt, sondern die ganze Welt befreit wird. Und wenn wir jetzt hier Quatsch machen oder irgendwelche miesen Ergebnisse produzieren, dann bremsen wir vielleicht sogar die ganze Entwicklung weltweit und das will ja keiner. Also er hat gesagt, komplizierter Prozess und dann nochmal konkret zitiert, deshalb muss mit vielen Beteiligten gesprochen und das Gesetz ordentlich ausgearbeitet werden. Naja, mit vielen Beteiligten sprechen ist auch eine sehr gute Sache, ja, weil dazu wird dann ja wohl auch der DHV gehören. Und was er auch gesagt hat, der Blinert, wie schon vorher mal Heidenblut vor ein paar Wochen, dass das grüne Cannabis-Kontrollgesetz ja eine gute Grundlage ist für diese ganze Diskussion. Wichtiger Hinweis, weil natürlich im grünen Cannabis-Kontrollgesetz die Themen Eigenanbau und Führerschein mit drinstecken. Ja, dann würde man da im Prinzip erstmal in der Vorlage, die man diskutiert, die Themen doch drin haben, die im Koalitionsvertrag erstmal nicht drin sind. Und man wird vielleicht schneller fertig, wenn man nicht ganz bei Null anfängt, sondern schon mal doch eine Grundlage mit vielen Details hat. Insofern interessant, dass auch er sich darauf jetzt beruft, dass man darauf aufbauen kann. Und dann kommt immerhin noch das hier, nämlich konkret zitiert nochmal. Klar ist aber, noch in dieser Wahlperiode soll es ein Gesetz geben, mit dem Cannabis für Erwachsene legal, aber kontrolliert und sicher in Deutschland zu kaufen sein wird. Das sagt der Koalitionsvertrag und daran werden wir uns halten. Also immerhin so viel Zeitplan gibt er halt raus, ne, dass das Gesetz auf jeden Fall noch von dieser Regierung verabschiedet werden soll, durchgebracht werden soll. Aber das ist natürlich dann auch ein relativ langer Zeitraum. Das können dann auch 3 oder 4 Jahre sein am Ende. Oder ja, gut, sagen wir mal 3. Ja, im Wahlkampf am Ende werden sie das nicht mehr machen. Und das kann auch bedeuten, dass auch die Shops in der Zeit noch nicht eröffnen. Ja, am Ende, weil nach dem Gesetz müssen ja auch noch Lizenzen vergeben werden, Anbau und so weiter und Shops hingestellt, aufgebaut werden und so weiter und so fort. Also er sagt nur, Ziel ist, das Gesetz rechtzeitig zu verabschieden. Umso wichtiger ist natürlich, dass die Konsumenten so schnell wie möglich entkriminalisiert werden, inklusive Eigenanbau. Dann hat er noch angedeutet, dass es wahrscheinlich eine Höchstmenge geben wird, die man besitzen darf, ja, also dass man nicht mit Kilos rumlaufen darf als normaler Konsument. Muss ich zwar auch nicht unbedingt haben, so eine Begrenzung, ja, aber das ist halt überall so bisher. Ne, das wäre ein absolutes Novum, wenn man sagen würde, ja, scheißegal, kannst auch mit 10 Kilo rumlaufen, macht nichts. Das werden sich die Deutschen wahrscheinlich dann doch nicht trauen. Und eigentlich finde ich entscheidender, dass er sagt, auch die Wirkstoffkonzentration wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, also eine THC-Obergrenze in Cannabisprodukten. Und das nicht überall so, ja, wie mit der Besitzmengengrenze. In den USA haben wir auch den Verkauf von starken Extrakten, ja, von Konzentraten, wo jede Menge THC drin ist. Das würde es dann in Deutschland nicht geben, wenn es tatsächlich so eine Obergrenze gäbe. Ja, er hat nur so vorsichtig angedeutet, dass das natürlich diskutiert wird und Thema sein wird. Nicht, dass er das will oder so. Ne? Also hier zum ersten Mal die Frage, was haltet ihr davon? Würdet ihr sagen, das Zeug darf so stark sein, wie geht? Ja, 99% THC ist auch okay. Oder sagt ihr, nee, also mehr als 25 muss es nicht sein. Ja, dann hat man halt Gras und Hasch und Konzentrate, braucht man nicht oder so. Ja, das würde mich schon mal interessieren, wie ihr das seht. Ja, ob wir überhaupt hier irgendwelche Zuschauer haben, die für eine THC-Grenze wären. Lass mal kommen, ja, bin gespannt.
Ja, zu dem Interview nochmal in RND. Blinert hat noch ein paar andere interessante Sachen gesagt, auch zu anderen Drogen, ja, Entkriminalisierung anderer Konsumenten, Drug-Checking. Lest selbst, was er sonst noch so gesagt hat, auch zu legalen Drogen. Link in der Videobeschreibung, wie immer. Jetzt kommt die große Frage wieder mal, was sind 5 Jahre? Wann tritt ein Gesetz in Kraft? Wann ist der Zeitpunkt, wo man feiert? Ja, eben auch hier, ne, wenn der Bundestag die Legalisierung verabschiedet, ist das noch lange nicht gegessen, weil der Bundesrat halt noch da im Weg ist. Und am Ende muss ja der Bundespräsident unterschreiben. Das ist in vielen Staaten auch noch ein Problem. In Deutschland äußerst selten, aber immerhin, formal muss das sein. Ich sage das deswegen, weil jetzt gerade durch die Medien geht, dass das Gesetz für Cannabis als Medizin seit 5 Jahren durch den Bundestag gegangen ist. Ja, der Jahrestag steht gerade an. 5 Jahre Cannabis-Medizingesetz, festgemacht von manchen Medien am Beschluss im Bundestag. Hätte ich jetzt nicht so gemacht, machen wir auch nicht. Ja, wir haben jetzt da nichts so weiter groß rausgehauen. Wir machen vielleicht im März dazu noch eine Pressemitteilung oder irgendein Statement, weil dann ist das Gesetz nämlich 5 Jahre in Kraft. Seitdem darf Cannabis verschrieben werden, erst im März, nicht jetzt schon. Das finde ich eigentlich eine entscheidendere Marke an dem Punkt. Aber natürlich, Medien wollen immer die Ersten sein, ja, und machen das dann schon 3 Wochen, bevor der Bundestag das verabschiedet hat oder so. Oder beim ersten Datum, was irgendwie geht. Mal sehen, ob jetzt bis März andauernd irgendwelche 5 Jahre Meilensteine Cannabis als Medizin rübergebracht werden. Klar ist auf jeden Fall, dass das eine willkommene Erinnerung ist ans Thema Cannabis als Medizin. Sagen wir auch immer viele jetzt, ne, vergesst das nicht mit den Patienten und so. Tun wir nicht, haben wir auf dem Schirm, ganz klare Sache. Aber hier auch nochmal erwähnt, ne, auch Richtung Politik, bitte vergesst das nicht. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Da sind immer noch viel zu viele Ärzte, die kein Cannabis verschreiben, grundsätzlich nicht, die das noch nie gemacht haben, die nicht wissen, wie das geht und die das viel zu aufwendig finden, sich da einzuarbeiten. Gibt noch jede Menge Hürden dabei, warum auch Ärzte eben da keine Lust zu haben. Und die Krankenkassen, noch ein größeres Problem, die da ständig rummoppern irgendwie und die Anträge auf Kostenerstattung nicht genehmigen wollen, obwohl eigentlich im Gesetz steht, dass nur in Ausnahmefällen, die eben die Erstattung ablehnen können, in der Realität ist das viel mehr. Und nicht nur dieses Drittel, gutes Drittel, was da abgelehnt wird von den Krankenkassen, ist relevant, sondern die haben sich so darauf eingespielt, im Wesentlichen nur Schmerzen zu nehmen, ja, zu erstatten, Cannabis im Einsatz gegen Schmerzen, dass die Ärzte und Patienten bei allen möglichen anderen Krankheiten, wo Cannabis hilft, gar keine Anträge mehr stellen. Insofern ist sogar das Problem noch größer als dieses Drittel der Ablehnung. Und das, wo im Gesetz Einzelfallprüfung steht, geht gar nicht klar. Der Vorbehalt da muss weg für die Krankenkassen. Die sollen einfach bezahlen, wenn der Arzt das verschreibt und fertig. Das mal so als Statement reingeworfen. Auch um diese Themen werden wir uns weiter kümmern in dieser Legislaturperiode. Dann noch eine schöne Nachricht aus den USA und mein Trigger für die eigentliche zweite Frage heute an euch, nämlich Thema Steuern auf Cannabis. Da kommt die schöne Nachricht, dass alle Legalized-Staaten zusammen, seit die ersten Shops eröffnet haben, 2014 Colorado, Washington State waren die ersten, die per Volksabstimmung legalisiert haben in den USA. Seitdem haben alle Staaten, die legalisiert haben und die Shops schon eröffnet haben, über 10 Milliarden Dollar Steuereinnahmen gehabt. Das ist schon mal eine stolze Summe dafür, dass nur ein Teil der USA tatsächlich legalisiert hat und noch ein kleinerer Teil überhaupt die Shops schon eröffnet hat. Sind auch noch ein paar Staaten dabei, wo das noch in der Arbeit ist, ja, wie bei uns sozusagen, wo die noch am Gesetz schrauben. Und die ersten, die legalisiert haben da, ne, Colorado ist jetzt auch kein Riesenstaat. Also das ist schon eine ordentliche Summe, 10 Milliarden. Cannabis als Medizin ist dabei nicht mitgerechnet. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen Steuerbringer in den USA. Und die kommunalen Gebühren sind da auch nicht mit drin. Da kommt auch noch oben drauf. Und noch etliche Millionen, die von einzelnen Städten eingenommen werden, wie Denver eben auch schon relativ viel mit der Zeit jetzt in Colorado eingenommen hat, die dann auch nochmal nette Sachen damit machen, wie Schulen sanieren und so. Stolze Zahl. Und nochmal ein kleiner Rückblick zu Blinert im Interview. Da geht er nämlich auch drauf ein, habe ich noch nicht erwähnt. Der aber sagt, die Steuern sind nicht wichtig. Deswegen habe ich nicht erwähnt, ja, also es ist egal mit den Steuern, darum geht es mir nicht, sondern ich will die Konsumenten schützen mit der Legalisierung. Das macht einfach gesellschaftlich Sinn und er hat natürlich recht. Ne? Das sehen wir auch so, es geht in erster Linie um Konsumentenschutz. Aber wenn man eh mal zu dem Ergebnis gekommen ist, Legalisierung ist sinnvoll, da kann man auch die Steuern mitnehmen. Ne? 10 Milliarden, na, coole Zahl. Aber ich sage das hier auch, weil in diesem Bericht, auf den das Ganze jetzt zurückgeht, hier vom Marijuana Policy Project,
Das ist auch deswegen interessant, weil die Infos liefern zu den Steuersätzen, zu den einzelnen US-Staaten. Die sind nämlich total unterschiedlich, bewegen sich irgendwo zwischen 6% und 25% Cannabis-Steuer, die da auf den normalen Preis aufgeschlagen wird. Und es geht im Grunde immer um simplen Anteil am Verkaufspreis. Jetzt die Frage an euch, wie seht ihr das? Wie würdet ihr es machen mit der Besteuerung? Jetzt mal abgesehen von der Höhe. Ja, ich meine, da sind wir uns einig, das darf nicht viel mehr sein als Schwarzmarktniveau. Und im Zweifelsfall, wenn Schwarzmarktniveau sinkt, müssen auch die Steuern sinken, damit das halt konkurrenzfähig bleibt. Logisch, ja, doppelt so teuer wie Schwarzmarkt bringt nichts. Da braucht er nicht sagen, ja. In die andere Richtung gerne. Ja, wenn ihr sagt, null Cannabis-Steuer, ja, das soll meinetwegen so billig sein wie möglich. Wenn das eure Meinung ist, dann schreibt das halt in die Kommentare. Aber eben auch, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr einfach auch nur nach dem Preis gehen, nach Umsatz, so und so viel Prozent vom Endverbraucherpreis? Oder würdet ihr sagen, da kommt es auch ein bisschen auf die Qualität an? Zum Beispiel, na, das ist ja in meiner Diskussion, sehr THC-reiche Sorten, wenn man nicht sowieso einen Deckel da drauf macht, sollten höher besteuert werden, damit die Leute sanftere Sorten nehmen. Oder sollte es umgekehrt einen Bonus für CBD-Anteil geben, wenn eine Sorte viel CBD hat, antipsychotisch, diesen schweren THC-Wirkungen so ein bisschen ausgleichend entgegenwirkend, diese CBD-Anteile, sollte dafür weniger Steuern gezahlt werden. Oder sollte es auch einen Bonus für Outdoor-Sorten geben oder weniger Steuern auf Outdoor-Sorten, die Sonne gesehen haben, ne, oder überhaupt komplett nur unter Sonne und ohne jede Lampe aufwachsen aus Klimaschutzgründen? Wäre das eine Idee für euch? Ja, schreibt eure Gedanken zur Besteuerung von Cannabis in die Kommentare. Und das war's für heute. Legalisierung live, Geschichte wird gemacht, Cannabis wird legalisiert und unsere Ortsgruppen arbeiten weiter. Oldenburg trifft sich zum Online-Hanfschnack am Sonntag, 23. Januar. Heidelberg am 25. Januar. Nochmal Oldenburg, 30. Januar, Sonntag. Und dann nochmal Sonntag, 13. Februar, Regensburg. Aus Gründen alles wieder online treffen. Ja, auch das geht hoffentlich wieder vorbei. Und damit sage ich nochmal, dass ihr diesen Kanal hier abonnieren sollt. Ja, am Anfang habe ich ja nur gesagt, da viele gemacht haben in letzter Woche, also die es noch nicht gemacht haben, jetzt und Glocke aktivieren, Video liken und das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.